Let's play Zelda Link to the Past, Freunde. Und nein, wir sind nicht im Kloster und wir sind nicht auf Toilette. Nein, wir sind in einem Endbosskampf. Wir sind in einem Endbosskampf und... Hier sind alle... Hier ist alles voller Augen, ey. Hier ist alles voller Augen, Freunde. Das ist voll die Augenparty hier. Ich mag ja Augen, ne? So ist es ja nicht. Schöne blaue Augen oder so. Kann man ja wirklich nichts gegen sagen, ne? So, komm her, mein Süßer. Komm. Ich mag ja Augen, aber dieser Endboss ist, glaube ich, echt sehr super leicht, ne? So, wir versuchen den jetzt hier auf jeden Fall erstmal wegzubekommen. Oh, du brauchst aber lange, mein Freund. Nochmal? Hallo, meine Hände werden schon wund. Mein Daumen tut schon weh. Vom Gedrücke. So. Und schon ist er nicht mehr da. So, kann man in die Grütze laufen? Ja, man kann in die Grütze laufen. Okay, weil ich glaube, es war doch so, wenn der Endboss noch da ist und man läuft in diese Grütze, in dieses Gelee-Zeug da, dann verletzt man sich. Oder stirbt gar. Ach ja, wir haben es geschafft. Wollte ich mal gerade so nebenbei sagen. Wollte ich mal so nebenbei erwähnen, Freunde. Wir haben hier mal wieder eine der sieben Weisen befreit. Den Klauen des Monsters. Freunde, wir nähern uns ganz, ganz, ganz langsam dem Finale. Ganz langsam. Aber wirklich ganz langsam. Aber das Schöne ist, wir haben noch ein bisschen Spaß, Freunde. Wir sind noch nicht durch mit allem. Nein, ich bleib euch noch erhalten. Ich lauf euch nicht davon. Und ich habe gesehen, wir stehen jetzt bei 49 Abonnenten. Ab dem 50. Abonnenten mache ich ein Abonnenten-Special. Da stelle ich mich dann persönlich bei vor, Freunde. Ja, also noch schnell ein Abo klicken oder so. Nein, das war ein Spaß. So. Nein, ich stelle mich natürlich vor, klar. Aber jetzt extra deswegen Abonnent werden, finde ich dann auch wieder ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich freue mich natürlich über jeden, der dazukommt. Klar, logisch. Jeder, der dazukommt, ist ein Zugewinn unserer freundlichen Community und auch meines Beschäftigungsfeldes hier, meines Let's Play-Programmes, was mir auch riesen Freude bereitet. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Man macht das am besten. So. Ich teleportiere mich in der Wüste. Ach, komm, wir nehmen einfach die fröhliche Flöte. Ich liebe die fröhliche Flötenrunde und da kommt ein Geier. Was zum Geier? Das gibt's doch nicht. So, wir fliegen zu Point Nummer 4. The Point of No Return. Natürlich kommen wir hier wieder weg. Und haben so einiges vor. Wir haben so einiges vor. Erstmal gehen wir gleich jemanden besuchen. Darüber freue ich mich schon am allermeisten. Das wird nämlich so richtig mein Destiny. Und auch euer Destiny. Ja, das wird unser Destiny hier im Spiel. Und es wird eine richtige Wandlung geben gleich. Seid gespannt. Ich werde den Part natürlich da nicht vorzeitig beenden, nur weil wir jetzt den Boss geschafft haben. Nein, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Overworld-Aufgaben erledigen. Und dann werden wir in den nächsten Dungeon gehen. Ja, in den nächsten Dungeon. Ihr habt richtig gehört. Und dort wird es... Boah, spektakulär. Immer spektakulär nennen. Nennen wir, wie wir wollen. So. Oh nein. Las Palmas de Mallorcas. Las Palmas de Mallorcas. Boah, das ist aber nicht gut. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst, Freunde. So. Und hier Bombenheinrich. Bombenheinrich, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mit Ä geschrieben. Wachsen. So. Hallo, warum... Du bist aber hartnäckig hier, mein Kleiner. Hallo, du bist aber... Mann, bist du aus Metall oder was? Mann, der ist ja aus Metall, der Gute. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen nageln. Das tun wir ja gerne. Wer von uns nagelt nicht? Mal ehrlich, jeder von uns hat schon mal genagelt. Ja, ich meine jetzt nicht in dem Sinne, sondern in dem Sinne, Freunde. Ja, nicht eindeutig mehrdeutig, sondern... ich habe letztes Jahr auch auf meinem Balkon, ich habe einen Balkon, ja, wie spektakulär, ne? Da habe ich letztes Jahr auch so ein Türding ran genagelt, damit, also, ja, was heißt Türding? So ein Teil, damit nicht beim Sturm
immer quasi die Tür aufklappt. So, und wir haben eine Bombe gekauft, Freunde. Bei diesem komischen Rüssel-Heini. Ja. Bei Schnorch. Nein, nee, Schnorch. Ja, das ist Schnorch. Hallo, Las Palmas. Komm, 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 komm. Die. Stirb. Stirb, wir brauchen dich nicht. Nein. Wir brauchen dich nicht. Nein. So ist das, Freunde. Einmal um die ganze Welt. Ne? Und Taschen voller Jahre. Ne? So. Und wir nageln wieder. Nagel die Nagel. Es gibt eine Firma in Neumünster, die heißt Nagel. Jetzt passt mal auf. Die heißt wirklich Nagel. Also Neumünster ist in Norddeutschland. Um das vielleicht mal ganz kurz anzuschneiden. Und ich komme aus Norddeutschland. Und die Firma Nagel transportiert Tierkadaver. So. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid auf der Autobahn. Wollt wunderschön in den Urlaub fahren. Und vor euch fährt ein LKW von Nagel. So. Was glaubt ihr, wie das stinkt? Die LKWs von Nagel, die stinken wirklich. Also das ist echt kein Gerücht. Da sind echt schon einige Leute echt stinkig gewesen. Sprichwörtlich stinkig. So. Nee, das hatten wir nämlich letztens das Problem. Wir sind über die Autobahn gefahren und so weiter. Und das war alles eigentlich gar nicht so spektakulär. Und wir wollten in den Urlaub oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, zum Kumpel oder so wollten wir. Oder da bei dem Urlaub machen oder so, ne? Und da fuhr so ein LKW von der Firma Nagel vor uns. Und ich habe gedacht, nein. Ja. Das ist schon ein Jahr her, ne? Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ihr stellt euch vor, diese brütende Hitze. Und da ist Tierkadavergeruch drin. Boah. So. Also, wir haben jetzt hier, jetzt mal ganz kurz zur Erklärung, das wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben, das fiel mir nämlich gerade ein. Also, wir haben jetzt gerade die Bombe gekauft für 100 Rubine und haben hier in die Pyramide ein Loch gesprengt. Warum wir das getan haben, das seht ihr jetzt. Ja, bis hier ist es nicht weiter spektakulär, ne? Ich möchte da mal etwas reinwerfen. Wichtig ist, dass ihr wirklich auch die Pfeile da reinwerft. Und da erscheint eine liebe Fee, die vielleicht mal eventuell eine kleine Diät machen sollte. Eine kleine, ne? Also könnte ich ihr anraten, ne? Ich finde, die hat schon so große Busen, größer als ihre Augen. Also, naja gut, wollen wir gar nicht auf das Thema eingehen. Und wir haben den Flitzebogen wieder gekriegt. Also den... Ich möchte da noch was reinwerfen, liebe Fee. So. Aber ich mag diese Fee. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil... Nein! Warum habe ich das nochmal geworfen? Ich Idiot. Oh, die Fee kann sauer werden. Hast du das geworfen? Joa. Ach, Gott sei Dank, sie hat uns den Gegenstand wiedergegeben, ey. Stell dir mal vor, ey. Wir hätten den Gegenstand nicht wiedergekriegt. Was hätten wir denn da gemacht? Uff, hätte ich eine Safe-Position geladen. So. Ja, ich möchte etwas reinwerfen. Ja, aber ich möchte nicht mehr den Flitzebogen reinwerfen. Nein, Freunde, ich werfe was ganz anderes da rein. So, das ist der Hammer. Ich hab da... Wir werfen mal das Schwert da rein. Wir werfen das Schwert da rein, Freunde! Und da kommt dann wieder die leicht adipöse Dame und hat etwas vor. Das goldene Meisterschwert, Freunde! Wir haben's. Wir haben das goldene Meisterschwert. Und ich sage euch, an dieser Stelle werden jetzt die Gegner gefickt. Ja, so. Das haben die Gegner jetzt davon. Vielleicht hat der eine oder andere gar nicht verstanden, was ich da gerade für die Coverbild-Spielarbeit habe. Ich habe gesagt, dass wir mit den Gegnern europäische Wiesengymnastik machen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch was vor. Oh. Na, du bist jetzt aber nicht an der besten Position hier. So. Das heißt, Link darf mal wieder flöten. Ja, ihr habt richtig gehört. Link darf wieder flöten. So, ich wollte gerne zu Castle 1, also zu 1 fliegen. So, manchmal ist das alles ein bisschen ach komm, ich mag das nicht. Ich mag diese kleinen Gnome nicht. Weil, die kannst du nicht töten. Also, da kannst du machen, was du willst. So, ich will mal mit dir reden.
So, dann kriege ich nochmal ein kleines Herzchen dazu. Und dann geht es mir wieder gut. Und ich nehme mir erstmal einfach irgendwas zur Hand und gehe weiter spazieren. Vielleicht ist das alles ein bisschen ohne Sinn, denkt ihr euch gerade in dem Moment. Nein, ist es nicht. Es macht schon Sinn, dass wir jetzt hier oben unterwegs sind. Ja, wir waren zwar schon 100.000 Mal hier, klar. Aber wartet mal ab. Wartet mal ab. Das wird alles noch ganz doll spannend. Das wird alles noch spannend. Alles keine Probleme. Bisschen da lang. Okay. Ja, seht ihr, und schon hätte ich einen Fehler gemacht. Ja, so bin ich. Ja, ich hätte schon einen Fehler gemacht. Ja, ich wäre schon an der falschen Stelle gelatscht. Wir gehen Treppe steigen. So, das machen wir jetzt hier auch in dem Sinne. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play überhaupt. Das wollte ich jetzt mal so an dieser Stelle fragen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Let's Play? Ist es eigentlich nett für euch? Oder sagt ihr euch, nö, danke, also es reicht. Muss nicht mehr sein. So, die Frage ist, hat der Raum Sinn gemacht? Nein, hat er nicht. Wir mussten woanders hin. So, das mache ich jetzt nochmal, weil ich möchte es jetzt wissen. So. Ja, da kommen wieder die Murmeln. Achso, man kann ja auch ein bisschen schneller hochtappeln. Schneller geht nicht, schade. Schade, schade, schade. Nein, nein, nee, oh, Link. Mach das nie wieder. Das dauert eine halbe Stunde, bis du da oben bist. Ja, lecker Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Gut abgestandener Kaffee von heute Morgen. Schmeckt sehr, sehr gut. Gut abgestandener Kaffee. So, warte mal. Müssen wir hier runter? Müssen wir hier an der Stelle fallen? Pass auf, wir fallen genau daneben. Ja, wir fallen genau daneben. Und jetzt durften wir einmal getroffen werden. Ist egal. Ist alles egal. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir nicht mehr fallen dürfen. Ich weiß, es nervt vielleicht jetzt gerade, dass ich mich hier so ein bisschen im Kreis drehe. Aber ich war der Meinung, da war noch was zu holen. Ja. Klar, ich kann mich auch täuschen, ne? Klar, irren ist menschlich. Aber kacken auch. Wollen wir auch mal sagen, ne? Wollen wir mal ehrlich sein. Na? So, wir sind jetzt hier in irgendeinem, ja, Bergwerk, sage ich jetzt mal, wo es was zu holen gibt. Und zwar, naja, ich brauch's ja gar nicht mehr sagen. Es gibt ein Herzteil! Wow! Genial! Genial, genial, genial. Können wir damit einfach so rüber? Nö, können wir nicht. Gut, dann machen wir das so, weil, keine Ahnung, warum wir es machen, weil wir es können. Wir gehen einfach wieder die Treppe runter, weil mir es einfach gefällt, Treppe zu steigen. Ja, das scheint so eine neue Art Hobby geworden zu sein. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es hier noch was. Aber es sieht mir nicht so aus. Nein, es sieht mir danach nicht aus, aber ich bin der Meinung, es gibt noch mehr zu holen. So, und das wäre mir wichtig. Es gibt nämlich noch so ein... Ja, ich will es jetzt nicht sagen. Wenn, werdet ihr das ja sehen in diesem Let's Play. No, das werdet ihr sehen. Ich zeige euch das natürlich alles gerne. Gar kein Problem generell. Aber ich kann an dieser Stelle schon mal behaupten, ich bin sowas von glücklich, dass ich schon so weit bin. Ich mag diesen Abschnitt jetzt, der kommt. Ich mag auch den Anfang des Spiels, klar. Aber jetzt wird es einfach auch... Ja, ich würde sagen, schwerer. Jetzt wird es einfach auch interessanter. Achso, da waren wir ja gerade. Okay. Ich nehm mich schon zurück. Nein, jetzt wird es einfach interessanter, Freunde. Es wird einfach mehr. Es wird uns jetzt auch... Es wird dem Spieler jetzt... Nintendo war ja immer sehr kreativ, wenn es um diese Spiele ging. Aber jetzt wird dem Spieler einfach auch eine Menge geboten. Es ist einfach jetzt eine Menge tolles Zeuges hier im Angebot. So, wir teleportieren uns einmal kurz in die Schattenwelt. Oh, eine Fee! Eine Fee! Oh! Oh, geil! Nimm sie! Link! 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 Nicht den Gnom! Nein! Oh ja, die Fee. Oh, jetzt ist mir heiß, Leute. Ich glaube... Da gibt's noch was. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Ja. Hier gibt's was zu holen, Freunde! Seid gespannt, was ich hole. Ja, gut, die meisten wissen es so oder so. Aber es gibt auch Leute, die es nicht wissen. Und, wie ich ja bin,
Ich verrate es nicht. Ich gehe jetzt hier spazieren. I'm walking down the street. I'm walking. Nö, nö, nö. I'm walking. Nordic Walking, ja. Link tut Nordic Walking. Oder Nordic Walken oder wie auch immer. So, und... Mach das hoch. Lass es fallen. Und Dankeschön. Und wir sind bei einer Truhe angekommen. Für alle, die dies interessiert. Und was ist da drin? Ja, Freunde! Wir haben wieder... Ja, ich nenne es jetzt einfach Luststab. So, ein Problem an der ganzen Angelegenheit ist jetzt, dass unsere Energie völlig down ist. So, das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich die Fee missbrauchen müssen. Ja. Hört ihr Link Grö aufstoßen? Nein. So. Okay, war gut. War super. Ist doch geschafft. Wir haben doch überlebt. Das ist doch das, was zählt. So, wir haben jetzt nur, und das merken wir alle, keine Energie mehr. Keine Energie. Energie ist sehr wichtig in diesem Spiel. Das muss ich jetzt an der Stelle nochmal erwähnt haben. So, aber trotz alledem, es nützt nichts. Wir werden wieder an Energie kommen und auch an Leben. Alles gar kein Problem. Ich habe jetzt aber nicht unbedingt gezielt Lust, hier rumzulatschen und so lange rumzusuchen, bis ich sowas habe. Das werden wir schon automatisch finden. Und unser ganzer Haushalt ist voll. Wir haben jetzt jedes Item, Freunde. Jedes. Ja, wir sind nicht mehr die Item-Pleiten. Nein, wir sind keine pleiten Menschen mehr. Nein, Pleiten, Pech und Pannen gehören der Vergangenheit an. Wir haben jetzt alles das, was wir in diesem Spiel weitestgehend benötigen. Und ja, wir sind auch schon wieder angegriffen worden. Freut mich nicht, sage ich jetzt mal. Freut mich nicht. So, nebenbei erwähnt, wäre es jetzt von Vorteil, wenn diese kleinen Gnome hier, diese hier, nicht so oft vorkommen würden. Wir piepen jetzt natürlich alles generell gar kein Problem. Okay, das ist nur so ein Kristall. Wir piepen jetzt, das ist aber alles kein Problem. Komm her, Muschi-Maus. Oh, wir sind so gut wie tot. Wir sind so gut wie tot. Und egal. Wir gehen jetzt hier ein bisschen exploren. Wir gehen ein bisschen auf Explorerjagd. Ich hoffe, dass wir... Wieso bin ich von so einem Gegner gefoppt worden? Hallo? Hallo? Ey, Hartmut. Ups, du bist ja schon nicht mehr da. So, ja, einiges ist manchmal nicht so leicht, muss ich zugeben. Und natürlich, du blinkst jetzt, Hartmut. Können ihn noch Helmut nennen, also so wie wir wollen. Und wir haben ein bisschen Energie, das ist gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und warum ich jetzt hier überhaupt alles so ein bisschen durchsuche, hat den Grund, A, wir sind ein bisschen verletzt und B, hier im Berg gibt es eine Menge zu holen. Ja, im Berg gibt es immer einiges zu holen. 50 Kristalle! Ja, Herzen wäre nicht schlecht an dieser Stelle. Mal so nebenbei erwähnen, ne? So, du hast nichts. Und du? Hast du ein Herz für mich? Nein. Keiner hat für mich ein Herz. Ja, so ist das. Sehr, sehr schade an der Stelle, das mal so zu erwähnen. Aber wir haben ja noch eine Fee. So, und lassen wir alles mal ein bisschen fallen und durchsuchen einfach hier ein bisschen die Höhlen. Ich weiß, das ist alles in dem Moment vielleicht leicht langweilig für jeden einzelnen Zuschauer. Ich weiß es nicht. Aber seht die Vorteile, die wir hier ersammeln. So. Alles das, was wir hier zusammensammeln, hilft uns nachher. Wir sind ein bisschen angeschlagen, so wie ihr seht. Und ja, Bomben haben wir genug. Bomben werden in dem Spiel... Werden die noch wichtig? Ich muss mal überlegen. Ich überlege gerade. Werden Bomben in dem Spiel noch mal wichtig? So, was haben wir denn hier? Okay. Ja, da muss ja auch noch mal ein Mensch durchsteigen. Lass uns mal fallen irgendwo. Mhm. Also ich steige da jetzt zwar nicht so ganz durch, Freunde, aber egal. Sehen wir das Positive darin. Wir suchen! Okay. Wir haben gesehen, wir lassen uns dieses Mal hier fallen. Immerhin haben wir immer wieder die... Geil, 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 geil. Ein Feenpalast.
Feen. Alles voller Feen. So. In einer Flasche aufbewahren. Und ich auch, Mäuschen. In einer Flasche aufbewahren. Und, oh. Gut, wir haben 3 Feen gesammelt. Sind immer noch nicht über dem Berg. Das muss man jetzt hier an der Stelle mal erwähnen. Das heißt, wir könnten immer noch jederzeit drauf gehen. Aber sehen wir es positiv. Seht es positiv. So, wollen wir mal hier raus. Mal gucken, was uns da erwartet. Oh, da werden ja immer mehr solche Dinger, ey. Okay, wir gucken uns die Dinger an. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, vielleicht für den... Was ist das denn? Da können wir ja gar nichts machen. Da sind auch Feen. Ey, überall sind hier Feen. Was ist das denn? Dann gehen wir daneben. Gehen wir einfach in den Eingang daneben. Mein Gott. Schadet uns ja nicht, oder? So, was ist das? So, das ist doch auch schon wieder irgendwie daneben, oder? Mal ehrlich, wie soll man das machen? Kann Link das ziehen? Kann Link ziehen? Nee, aber man kann so reindrücken und dann bringt das alles nichts, oder? Oder, nee, oder kann er da eine Bombe hinlegen, oder was? Wollen wir mal gucken. Okay, ne, wir können da gar nichts machen. Egal, aber hier kann Link eine Bombe hinlegen. Und es öffnet sich ein... ich habe das jetzt nicht gemacht, um bei dem Typ hier einzukaufen, oder? Ne. Tschüss. Verkauf deine Ware an andere. Außerdem finde ich, ist dein Markt gar nicht gut gelegen, mein Freund. Ich finde, das ist nicht gerade geschäftsfördernd, wenn man sich irgendwo in einem Berg einen Laden aufmacht, den keine Sau findet, ja. Naja, egal. Ich bin ja nicht der Marketingmanager von dem da. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, ist das ein bisschen daneben. Es ist ein bisschen daneben, ja, ein Geschäft aufzumachen in einem Berg. Aber ja, okay, es ist Zelda. Ich halte schon meine Klappe. So. Und weiter. Wir sind immer noch am Fiepsen und Piepsen. Alles halb so wild. Wenn da nicht die Berg... Wenn da nicht die Kugeln werden. Oh, es wäre schön, wenn wir überleben, ne? Wäre schön, wenn wir das überleben. Nein, das tun wir nicht. Das ist sehr schade. Egal! Jetzt kommt eine Fee. Eine von unseren 3 Feen. Ist ja alles halb so wild. Ich hätte jetzt gerne die Fee behalten, ne? Also logischerweise. Weil wenn wir jetzt hier reingehen. Moment, wieso bin ich jetzt so durcheinander? Hallo. Was ist mit mir los? Ich werde alt, ne? Ich werde alt. Kann das sein? Nee. Bleib da, wo der Pfeffer wächst. Nein, ich glaube, ich werde alt. Wir müssen hier lang. Wir müssen einfach nur hier lang. Ja, einmal schön. Anditschen können wir ja schon. Und jetzt gehen wir hoch. Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, generell das Wichtigste gelöst. Finde ich. Vom Grundprinzip. Und ich brauche die Welt nicht. Hallo, Kollege. Ich brauche die Welt nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Hallo. Hey, komm her, Muschel. Genau. Du gehörst in meine Nähe, Freundchen. So, manchmal sind hier unten noch unter solchen Steinfeen. Wollen wir mal kurz gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Link, guck das an. Ja. So, leider keine. Aber egal, wir teleportieren uns jetzt in die Schattenwelt einfach wieder zurück. Warum? Weil wir es können, weil wir es müssen und weil wir dann auch einfach schlicht und einfach weiterkommen. So, wir nehmen uns jetzt... Schaut euch doch mal an, wie viele Sachen wir haben. Geil. So, wir teleportieren uns jetzt einfach wieder hier auf den Brillenberg. So, und gehen unseres Weges. Ja, Link, unser Held, geht seines Weges. Ich bin sowas von stolz darauf, dass es solche geilen Spiele gibt auf Nintendo. Also solche Spiele wie Zelda. Und ich bin stolz darauf, auf die Menschen, dass sie überhaupt sich für solche Spiele interessiert haben. Wirklich. Das finde ich total toll. Wir haben das ja auch als Kinder gespielt. Ja. Aber überhaupt, dass sich die Leute wirklich für... Dass ihr Menschen so einen guten Geschmack habt. Also, dass wir Menschen alle so einen geilen Geschmack haben und nicht an Geschmacksverirrung leiden und irgendwelchen Krempel zocken. Nein, alle zocken sie wirklich interessante Games. So. Komm, sterben. Danke. Du auch. Alle zocken sie solche interessanten Games wie Zelda. Ja.
Soll jetzt auch kein Schleimscheißen sein, nein. Hätte ich ja nichts von. Was hätte ich denn davon, wenn ich jetzt Schleimscheißen würde? Ah, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist nur für Filme. So, nein, was hätte ich denn jetzt davon, wenn ich Schleimscheißen würde? Gar nichts. So, insofern sage ich einfach ehrlich, wer Zelda mag, hat einen guten Geschmack. Wer überhaupt Computerspiele liebt, hat einen guten Geschmack. Na, also das muss man jetzt an der Stelle einfach mal erwähnt haben. Und eine Fee. In einer Flasche aufbewahren und... Ciao. Ja, du klebst wie Kacke am Schuh. Ach, da vorne war noch ein Herzteil. Okay, egal. Möchte ich jetzt nicht mehr für kämpfen. So, oder doch, natürlich möchte ich noch kämpfen. Hallo, du! Ach, das gibt's doch nicht! Hau ab! Oh, wow, 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 wie war das? Okay, das war falsch. Also... Ach, ist jetzt gut, Mensch! Diese Viecher hasse ich ja wirklich, ne? Diese Viecher sind so scheiße. Ich sterb noch an so einem Viech, echt! Das ist doch scheiße! Welchen hatte ich jetzt gerade zuerst? So. Gerade eben wurde mir was auf dem Monitor gezeigt und dadurch konnte ich nicht mehr die Stelle sehen, worauf ich gehauen habe. So, wir haben es richtig gemacht. So. Und so wie ich das sehe, reicht unsere Energie nicht aus. Schlecht. Doch, reicht. Ja, was da jetzt geschieht... stellt sich die Frage. Was wird passieren, Freunde? Was wird jetzt in diesem Let's Play noch geschehen? Wir gehen einfach da rein. Wir gehen einfach in den Dungeon rein. Und sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Ciao!